Willkommen, liebe Lieben. Ah nee, warte mal, falscher Film. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und im Hintergrund werdet ihr gleich noch FM Adat hören. Wir spielen so ein bisschen zusammen Herocon, allerdings leider noch nicht richtig zusammen, weil ich halt noch so ein kleiner Pimpf bin. Also jetzt nichts Rassistisches gegen Zwerge, sondern Stufe 4 und er ist schon irgendwas Abgefahrenes. Und ja, wie ihr seht, ich habe jetzt wieder irgendwas geschenkt bekommen, das finde ich auch mal sehr nett. Und schaue mich hier weiter um. Und er hat mir jetzt wieder einen Tipp gegeben, also FM Adat, ich soll mir irgendwelche Tagesaufträge angucken und ich soll aus Greifenfurt weg. Und das werde ich jetzt auch mal machen. So. So, ich habe mal den Anfangs Willkommen-Dings erzählt. Und jetzt, also ich soll nach Balilo. Nee, wie heißt's? Balilo? Nee. Balio. Balio, genau. Ich wusste das. Balio. Ja, das ist so eine von diesen, na, im nördlichen Mittelreich da. Wie heißen wir mal? Die Mark. Hauptstädte? Ach, keine Ahnung. Markweiden ist das, glaube ich. Weiden, genau, in Weiden. Da. War die Hauptstadt, wenn ich das ganz falsch in Erinnerung habe. Dein Level müsste das eigentlich ganz gut. Und dort sind Nee, so Ta dort sind so Balob ist die Tagesaufträge oder was? Hauptstadt. Bitte? Balob ist die Hauptstadt. Was rede ich denn? Okay. Das sind so Tagesaufträge oder was? Tagesaufträge hast du in jedem Gebiet. Das heißt in Balio, in Greifenfurt, Tralop, Andergast und so weiter. Ah, und Aber sag mal, in Balio sind ein bisschen besser. Das heißt, in Greifenfurt hast du ja wirklich welche, so einen Tagesauftrag für 75 Erfahrungen und so weiter. Und das bringt dich jetzt nicht weiter. Wenn du jetzt schon 4 oder 5 bist, sowas, dann kannst du eigentlich dich schon mal fast an Balio ranwagen. Da kriegst du nämlich dann schon mal 500er oder wenigstens so 250er Aufträge. Und wenn du halbwegs geschickt bist und schon ein bisschen hochgelevelt bist, kannst du die eigentlich auch bestehen. Und da levelst du natürlich viel schneller hoch, wenn du die immer machst. okay. Wo finde ich denn diese Tagesaufträge? Muss ich Da dazu. gehst du oben in Aufgaben und Tagebuch, links oben in dem Reiter da. Ja. Hast du? Ja. Ah, da, ja, Tagesaufträge. Tagesaufträge. Ja, ich sehe es. Wenn du dann Wunderbar. halt hier diese 8 voll hast oder so, dann kriegst du so einen Fex-Stern und so weiter. Dann kannst du zum Glücksrad des Fex gehen, das ist unten rechts. Und dann kannst du halt einer dieser Items hier auf diesem Glücksrad gewinnen. Wenn du Glück hast, gewinnst du hier Inventarerweiterung, weil dein Inventar wird ständig von Loot voll sein. Okay, ja gut, gutes altes Rollenspiel eben. Macht aber Wir Bock, nehmen weil. alles mit, Möbel, die Türen, die Dächer. Aha, cool, also ich habe jetzt den einen angeklickt, jetzt bin ich irgendwie draußen auf so einem Bauernhof. Okay, ich soll sein Saatgut irgendwie wiederfinden. Also die drei Goblins haben mich weggeputzt wie nix. Ist ernsthaft gestorben. Ja. Alter. Hast du den auch schon geskillt und alles? Muss ich mal gucken. Oh, Saar Wiederbelebung kostet Geld. Okay. Dann schwer verletzt flüchten. Okay. Hast du keine Heiltränke? Heldentat erfüllt Kampf nah bei eins. Nein. Okay. Es ist schade, dass ich das jetzt nicht sehen kann. Oh, kannst du nachher in YouTube? Oh, die sind mir nachgelaufen. Oh, jetzt bin ich wieder tot. Ja, dann geh einfach sofort raus. Bin für einen Auftrag Und genommen. verlierst dabei einen Teil deines Geldes für eine Ja, gewisse du Zeit. verlierst irgendwie 5 Okay. oder 10% oder irgendwie sowas. Wie heißt du denn in-game? Dann kann ich nämlich mal gucken, ob das mittlerweile geht. Ich glaube Gombosch oder irgendwie sowas. Schicksalsschlag gesetzt. Hat dich gezeichnet, du hältst weniger Erfahrungspunkte. User Okay. disconnected from your channel. Gombosch? War gerade jemand noch bei uns im Channel drin? Ja, war kurz. Wer? Der Mark. Ah, okay.
Sag nochmal den Namen Gombosch mit G oder Ja, sowas? ja. Ja, genau, Gombosch. Gombo, also wie die Ah, Firma das Bosch und passt. davor ein Gom. Weiß nicht, ob du jetzt eine Freundeseinladung oder irgendwie sowas hast. Das habe ich leider noch nicht so. So, jetzt habe ich einen von den drei Goblins gekillt. Jetzt bin ich, muss ich erstmal warten, bis mein Leben wieder ein bisschen aufgefüllt ist. Ah, Hit and Run, nicht? Genau, der gute alte Klassiker. Weil du hast das auch schon raus, dass wenn du nur in eine bestimmte Nähe gehst, dass du dann nur ein Aggro machst und Naja, nicht das dann ist doch die schon immer Keule. so gewesen. Das habe ich auch schon Okay. bei Dark Age of Camelot so gemacht. Immer einen vom Mob anlocken mit bisschen. So, Nummer 2 ist fällig. Jetzt wieder warten, bis er auffüllt, dann mache ich Nummer 3 glatt. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich jetzt verloren habe. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel ich vorher hatte. Da habe ich dich zu. Also ich meine, mit 5 oder 6 bin ich spätestens aber auch nach Balio gegangen. Okay, ihr habt den dritten gekillt. Pereine zum Gruße. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe jetzt aber mehr für. Ich habe jetzt irgendwie mehr Geld aber verloren, als das zweimal als ich bekommen habe. Aber ist ja egal. Ist ja klar, deswegen du darfst da auch nicht sterben. Also sobald es wirklich zu knapp bist, rennst du oder nimmst einen Heiltrank. Deswegen ist es auch, ja okay, bei deinem Level habe ich das jetzt auch noch nicht gemacht, aber weil man eh nicht so viel Geld hat, da ist es nicht so tragisch. Aber später, keine Ahnung, da habe ich immer 20 Heiltränke auf Vorrat und du gewinnst eigentlich durch das Fexrad. Wenn du nicht ständig spielst, dann verpulverst du das natürlich. Ansonsten kannst du halt durch das Fexrad eigentlich relativ viel Heiltränke und so Zeugs immer nachgewinnen. Hast du gekriegt 250 Erfahrung oder mehr? Keine Ahnung, hab ich gerade drauf geachtet. Dann mal eher halt die leichteren Missionen erstmal aus, da halt ein, zwei Level hoch bist, kannst auch mal die etwas und Woran schwereren erkenne angehen. ich, was eine leichtere und was eine schwerere ist? Einmal an den Erfahrungspunkten, die sie. Okay, warte mal, jetzt muss. Meine steht aber empfohlenes Level und so weiter immer drauf. Auch bei den Tagesmissionen. Also ich prüfe jetzt erstmal meine hier Dings Ausrüstung, meine Skills. Warte mal. Ah, okay. Ich kann Heiltränke runter in die Leiste ziehen. Gut. Was habe ich denn da? Wollen wir das einfach mal durchgehen? Also wenn du Inventar fertig bist. Für was sind denn diese Hesinde-Sterne gut? Ich habe hier 50 Hesinde-Sterne, da steht drunter Premium, dann Hesinde-Sterne werden benötigt, um Emotes verwenden zu können. Ach, die Dinger, ja klar. Entschuldigung. Also ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist, aber als das eingeführt worden ist, da hast du halt die Sinde-Sterne bekommen und dann kannst du halt diese Emotes, das sind halt so Dinger, dass du, die kannst du aktivieren und dann sagst du halt zum Beispiel, wenn du Emote so und so sagst, dass du dann provozierst oder Emote so und so sagst du bei Praios und so weiter.
Also, dass du halt im Spiel was sagst, also dein Charakter. Ach so, ja, okay. Ja, also das, was wir wahrscheinlich eher erstmal als überflüssig. So als alte Pro-Gamer. Ja, Pro-Gamer voll. Ja, als Metzler halt. Orks töten, braucht keine Gesellschaft. Ich habe extra einen Zwerg genommen. Ah, ich habe noch 11 zu verteilende Punkte bei Talente übrig. Das ist doch schon mal ein Riesenproblem. Dann gehst du auf Kampf und du hast ja wahrscheinlich Schild und Schwert. Nee, ich habe diesen Zwerg genommen mit. Warte mal, lass mal kurz nachgucken. Tiefenläufer-Zwerg habe ich genommen. Sagt mir jetzt nicht, hat der ein Schild und ein Schwert oder ein Schild Nö, und eine hat eine Flamme? Axt. Quatsch, einen Hammer hat er. Schild oder Zweihand? Moment, ich muss gucken nach. Einhand-Nahkampf, schäbiger Reiterhammer habe ich. Aber nee, ich habe auch eine ausgediente Doppelaxt dabei. Zweihand. Aber bewaffnet ist er mit dem Hammer. Ja, du weißt aber, eigentlich ist das hier in Hero-Kon so, soweit ich das weiß, jedenfalls war das früher so, damit auch noch so sein, dass du halt entweder ein Einhandkämpfer bist, dann hast du halt Schild und einen Reitkolben oder ein Schild und eine Axt oder ein Schild und ein Schwert, ein Ja, aber das wurde doch Einhandschwert. letztens geändert. Ich habe doch, das wurde doch in drei neue unterschiedliche Dinger gemacht hier bei Zwergen. Ich bin jetzt Tiefenläufer. Bei Hero-Kon gehen und. Ja, aber du müsstest eigentlich sehen, dann müsstest du trotzdem sehen, warte mal, das kann man ja da sehen. Du hast ja Ah, Skills. ich hab schon eine Vorskillung. Ich habe 3 auf 2 Hand Nahkampf und 0 auf 1 Hand. Okay. Drei? Ja, okay, 3 drei. auf 2 Hand und 3 auf Fernkampf. Also nehme ich an, dass ich am besten abwechsel zwischen einer Armbrust und einem Zweihandhammer. Ja, deswegen haben sie auch so viele Punkte in letzter Zeit. Das kann sein, dass du halt gleichzeitig auch noch Fernkämpfer machst. Ja, dann jedenfalls musst du halt natürlich auf alle Fälle deine Hauptwaffe, wenn das halt Zweihand ist, auf alle Fälle da Punkte geben, bis halt nicht mehr Punkte drauf geht. Hast du Lohnt das sich schon mal? Sinnschärfe zu skillen? Ja, hast du erstmal alle Waffenskills schon hochge, soweit es geht. Also, ich habe 11 Punkte noch. So, und vergeben sind 3. Also, ich habe jetzt noch 11. Und 3 sind schon vergeben auf Nahkampf, Zweihand und 3 auf Fernkampf. Dann geh erstmal auf hier, ich glaube, Punkte frei verteilen heißt das ja. Aha, okay. Genau, und dann hast du halt Zweihand Nahkampf und Fernkampf und dann mach da erstmal, ich glaube, weiß nicht, eigentlich müsstest du erstmal sehr viele Punkte geben können. So kannst du es auch erstmal sofort wieder rückgängig machen, wenn das erstmal zu viel ist. Aber auf alle Fälle kannst du da erstmal alle Punkte reinpulvern in die Kampfeskills. Also den ganzen anderen Krempel, Wissen, Gesellschaft, Natur und sowas brauche ich erstmal nichts zu skillen. Also, das ist durchaus später wichtig, aber ich weiß nicht, ob das am Anfang so wichtig Okay, also auch nicht feilschen. Lohnt nicht ist. wirklich. Feilschen ist definitiv. Also, es geht erstmal darum, eigentlich müssen auch die überbleiben. Also, ich, jedenfalls, soweit ich das in Erinnerung habe, skillst du erstmal deine Kampfskills und dann bleiben eh mindestens 2, 3 Punkte oder sogar noch mehr über. Oder? Nö, ich habe alle 11 Punkte jetzt verteilt. 7 auf Nahkampf, Zweihand und 4 auf Fernkampf. Kannst keine weiteren jetzt mehr in die Kampfskills verteilen oder hast du einfach alle Nö, Punkte ich hab komplett? keine Punkte mehr. Ich hatte 11 Punkte und die habe ich jetzt komplett in die 2 Waffenskills gegeben. Moment, ich mach mal kurz einen Aufnahme-Cut, weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt schon wieder hier am Schwätze war. Oder? Weißt du das noch auswendig? Ich weiß nicht. Was Dann setze ich mir einen Cut. hast du jetzt halb angefangen oder? Boah, ansonsten mach noch 5 Minuten, Ja, dann würde ich okay. was sagen. Also, ansonsten, warte mal, ich gucke nochmal, feilschen, um 20% zu erhöhen. Ja, ist ja wurscht. Ich gehe jetzt mal irgendwie so ein Geschäft suchen, damit ich mir eine Zweihandwaffe jetzt auch kaufe. Ach nee, ich habe ja eine Zweihandaxt dabei. Aber das stimmt dann natürlich schon, mit dem nächsten Punkt solltest du dann definitiv einmal die Kampfskills verbessern, ansonsten halt feilschen ist enorm wichtig. 25% mehr Geld bringt immer was. Fährtensuche, das ist halbwegs sinnvoll.
In einigen Missionen ist es sogar sehr sinnvoll, weil du sonst einige Tagesmissionen gar nicht machen kannst. Aber ich glaube, bei den einfachen Missionen Balio müssen da jetzt noch nicht so viel. Aber Sinnesschärfe ist halt praktisch, wenn du halt. Du hast ja wahrscheinlich um deine Figur noch so einen Kreis. Auf der Minimap oben. Ja, klar. Genau, da hast du einmal den äußeren Kreis und dann so einen inneren Kreis. Also so eine weiße Linie. Also ich habe so einen weißen Radius, also weißen Genau. Kreis im Strom. Der ist wahrscheinlich bei dir noch relativ klein, oder? Ja. Ja, genau. Und wenn du dann halt, ich meine, immer jetzt, das ist glaube ich Sinnesschärfe, und wenn du das hochskillst, dann wird der Kreis irgendwann so groß, dass er den kompletten äußeren Kreis ausmacht. Ah, okay. Also das ist dann natürlich schon ganz praktisch, aber ich sag mal, auch nicht primär. Also, ich weiß nicht, also ich würde immer erstmal auf Waffen skillen, Waffen, Waffen, Waffen und dann erst. Rondra zum Gruße. Was man für die Gesellschaft tun kann. Rondra mit dir. Hast du denn bei Attribute schon alle Punkte verteilt? Nee, dafür habe ich noch 4 zu verteilende Punkte. Ja, dann würde ich die definitiv verteilen. Auf Konstitution oder auf Körperkraft? Ja, Mut macht einmal Sinn. Ja. Okay. Körperkraft macht Sinn und Gewandtheit macht Sinn. Konstitution macht definitiv auch Sinn. Da musst du halt gucken, dass du ab 15 steigt deine Attackwerte, also in 5er Schritten, 10, 15 und so weiter. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch eine gewisse Konstitution und Körperkraft, um halt bestimmte Attacken ausführen zu können. Ja, zum Beispiel, ich glaube, das siehst du ja auch. Ich glaube, du müsstest ja Finte und so ein paar Sachen müsstest vorgeskillt haben. Also ich habe jetzt wieder frei verteilen. Ich habe jetzt 15 Körperkraft, 13 Konstitution, 10 Gewand. Also alles ist 10 bis auf Konstitution und Körperkraft. Da habe ich 13 und 15. Hast du irgendeins auf 11 oder so? Oder 12? Nö, ein 13er und ein 15er. Achso, okay. Wie gesagt, wie ich das jedenfalls verstanden habe, ist es halt immer sinnvoller, wenn es geht, halt immer schön den nächsten 5er Schritt hochzubringen, damit man halt einen Attacke mehr kriegt und so weiter. Okay, aber dein Teamspeak hakt irgendwie wieder. Ach, da muss ich wieder kurz chatten. User disconnected from your channel. Gut, dann mache ich hier auch den Cut und bis gleich dann.